Hallo, willkommen zur nächsten Runde. Gleich mal ein kurzes Vorwort, weil ich habe das heute gesehen, das ist mir wieder aufgefallen. Da haben sich ein paar Leute tatsächlich, Gary Rigsby gekauft über Instant Gaming, also den Link unten in der Beschreibung. Da kriegt ihr das für, ich glaube, 23 € war das aktuell. Also ist wirklich ein Schnäppchen. Und ihr seht es ja, wir spielen es jeden Tag. Ich spiele schon seit Jahren, also ne, zumindest erster und zweiter Teil so ein bisschen gemischt mit Pausen dazwischen. Falls ihr Interesse habt, die haben wir wieder vorrätig. So, jetzt geht's Ganze los. Ich habe mal auf den Zettel geschrieben, was wir heute machen wollen, weil es wurde gefragt nach der Hierarchie, nach der Logistik und ich muss das mit der Manpower nochmal korrigieren. Dort habe ich mit einem Bitte darum gebeten, dann ist das schon sehr heftig, dass ich bitte keine Divisionen mehr ausheben soll. Wir haben keine Manpower. Und ich habe das dann erörtert, woran das liegt, dass wir Manpower angezeigt bekommen, aber keine haben. Und das kann ich gleich nochmal kurz erläutern. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. So, dann schauen wir mal. Was denn hier passiert? Front begradigt, oder wie nennt man das dann, wenn das so aussieht? Also, die haben es wirklich begradigt. Okay, wir gucken gleich mal, was sie gemacht haben. Also, ich habe es mit der Begradigung, ich war sehr wörtlich genommen. Genau, also Wetter sieht auf jeden Fall ganz gut aus, machen wir das vielleicht zuerst. Also, einfach mal gucken. Was soll denn das hier sein? Das ist eine Schlammperiode, also alles Heavy Schlamm. Das ist natürlich super, ne? Also Heavy Mud ist das, glaube ich, das Schlimmste, was ihm passiert. Also, von der Logik her. Heavy Mud, da gibt es Tabellen für, aber ne? Von der Grundlogik ist, dass Heavy Mud gigantische Abzüge beim Kampf den Gegner gibt, wenn die angreifen. Also teilweise bis 90% Abzüge bekommen die und sind extrem langsam. Während bei Schnee das wieder weggeht im Prinzip, dass die halt wieder Kampfabzüge teilweise gar keine haben oder sehr wenige, sehr geringe nur. Dafür aber bei Schnee das Gerät beschädigt wird und liegen bleibt und ausfällt und die Panzer Pannen haben und was nicht alles. Ne? Und die müssen das Zeug reparieren und noch Abnutzung haben bei der Truppe, wenn die nicht in einem Fortification oder einer Stadt sind, die also Fortification Level 2 sind oder eine Stadt. Ne? Also es sind so ein bisschen die Unterschiede, dass das ändert sich komplett das Gameplay dadurch. Ne? Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, was wann wie wo ist. Aber im Moment ist es auf jeden Fall schön. Außer bei mir unten natürlich. Da, wo die vorrücken, da, wo dieses ganze Drama war, da ist natürlich kein Heavy Mud. Ne? Ist das beschissen, sage ich euch. Aber so ist das halt im Süden, da ist ein bisschen weniger matschig. Im Fall regnet schön. So, ob schön aussieht, ist eine andere Frage, aber es regnet schön. Jetzt gucken wir mal rein, was die Jungs gemacht haben. Genau, Dredd hat gesagt, dass er im Winter, wenn die Wehrmacht keine Offensive durchführt bei Leningrad, dass er eine Gegenoffensive machen möchte, um den Nachschub wieder aufzuschalten. Seine Nachschubsvorräte, das ist der blaue Balken, sind aber noch gut dabei. Also, wir können mal ganz kurz vielleicht überschlagen. Also, kommt kein Nachschub mehr rein, vermute ich mal, oder nur ganz kleinen Mengen. Genau, received 0, also kommt gar nichts mehr rein. Das heißt, er muss hier von dem Zeug hier leben. Er hat noch 34.000 Tonnen hier vorne. Und hier nochmal links, also was hat er da? 60.000, 70.000 Tonnen sind das. 500 mussten raus, 1.000. Ja gut, aber wenn die Zahlen stimmen, so 3.000 oder so braucht er dann pro Woche. Also wenn er, sagen wir mal, über 60.000 hat und 3.000 braucht, ja, dann ist das, glaube ich, noch eine sehr safe Sache hier. Der ist da, glaube ich, bombenfest. Das ist ja früh genug vorbereitet. Ich habe zwar ursprünglich gesagt, er soll 4 Depots anlegen und voll machen, aber 3 reicht ja anscheinend auch. Also, das ist eine ganz feine Sache offensichtlich. Und wie gesagt, dann Gegenoffensive im Winter geplant, wenn die Wehrmacht nichts macht. Ne? Also, da hat er auch schon seinen Plan. Logistisch sieht das ja gar nicht mehr schlecht dann aus. Aber jetzt gucken wir mal rein, was da los ist. Wir haben den Korridor ein bisschen verbreitert. Mit den Kämpfen habe ich ja letztens erklärt, warum die Kämpfe so aussehen teilweise. Ne? Einfach weil die, man sieht es ja, glaube ich, nicht bei in den Würfeln, glaube ich, ne? Mit diesen ganzen Tests. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anzeigen kann. Aber wenn wir einen Leadership-Wurf, also die machen ja 1000 Würfelergebnisse, Leadership für irgendwas. Ne? Und die können ihre Kampfkraft dabei verdoppeln oder halbieren. Und ne, wenn die zum Beispiel verdoppeln, wir halbieren, weil die eben die besseren Offiziere und Hierarchien und alles haben, naja, das ist ein Faktor von 4. Ne? Und wenn sie dann trotzdem gleich stark sind nach dem Faktor von 4, gewinnen sie trotzdem, weil die besseren Geräte haben. Also von daher, ne, das ist halt so einer der Gründe, warum das so läuft, wie es läuft. Mit Eisenbahn was hingefahren. Also die ganze Front wirkt ein bisschen ruhig. Ne? Da wird nur stabilisiert von allen Seiten. Ich habe ihm 3 Headquarter freigeschaufelt und nach oben gebracht. Das war eine Höllenarbeit. Was sagte er dann eben zu mir? Ja, er braucht eigentlich nur eins davon. Ist okay, aber dafür strukturiert er im Süden. Ich zeige das gleich mal. Die sind alle mit der Eisenbahn hier unterwegs. Nicht ganz sicher, wo die genau jetzt hin wollten. Die Kavalleriefront hat er übernommen, haben wir, glaube ich, gesagt. Wenn das ein bisschen sortiert ist. Ja, hier vorne, die wollten den Korridor aufmachen, die Wehrmacht, damit die halt nicht versorgt werden hier. Ne? Also Stadtfeld, das ist offenes Feld. Genau, das gehalten hier vorne. Das war aber auch kein ernst gemeinter Angriff gewesen, oder? Mit der Panzerdivision. Also motorisiert. Ich glaube, das heißt immer, die motorisierte Korps hat angegriffen und davon die Panzerdivision, ne? Der Oberkommandierende und dann die Division selber. Und dann der runter eben, was als Verstärkung irgendwie kam. Flugzeuge waren auch keine dabei. Ja, aber die beiden Rifles haben das hier gehalten, verteidigt und Sieg. Und wir haben 7 Panzer dabei abgeknallt.
Aber ich glaube, das war jetzt diese Heavy-Matt-Geschichte, ne? Dass die halt wirklich extrem, also bis zu 90% Kampfkraft teilweise verlieren bei Heavy-Matt, ne? Weswegen diese Panzerdivision halt eine Kampfkraft von mit 19 angegriffen hat. Ich habe mit 152 gestartet. Also die kriegen diese kleine Infanterie da nicht raus. Das heißt, dass der Nachschub nach Kursk weiterfließt, ne? Also ein absoluter Traum. Weiß nicht, ob man da irgendwie Gelände disrupted nochmal sehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich das daraus lesen kann. In jedem Fall haben wir eine Menge Panzer verloren, die Deutschen, bei der Aktion auch. Ne? Für so einen Kampf war das episch viele Panzer. Normal muss ich hunderte von Panzern in die Schlacht führen, um auch nur annähernd so ein Ergebnis zu erzielen. Also die Schlammperiode hat es, glaube ich, schön gemacht. So, hier Riesenoffensive wieder. Defending Forces were scouted, also von wegen Riesenoffensive, waren hasty. Aber es war irgendwie alles dabei, aber die haben sich halt für den Angriff nicht ganz durchgezogen, offensichtlich. Und dann kam Zweiter und dann wurden sie geroutet beim Zweiten. Genau, also das war auch der Versuch halt hier, ne, das mit Nachschub zu versorgen regelmäßig. Ich habe damit gerechnet, dass die wirklich da drin verrecken, auch bei Kursk in dem Vorfrüh oder später. Das ist nur eine Frage, ich will die halt lange aufhalten und den Gegner dahin grinden, vor allem, dass auch dahin zieht, ne? Und gerade bei dem Wetter ist es besonders angenehm. Einfach geht es nur um Beschäftigungstherapie und dass sie halt sich runtergrinden und dass sie nicht alle Siegpunkte bekommen. Also bei Kharkov und bei Kursk, ne, ist noch hier Zeit über. Also die noch kriegen die ganzen Bonus. 6 ist das meiste und das tickt dann mit der Zeit runter. Aber das müsste ich auch noch mehrere Wochen wahrscheinlich halten. Dann kann ich irgendwas genau Datum reingucken. Da gibt es irgendwo so einen Knopf für. Ich fand die Knöpfe da oben, die sind wirklich selbsterklärend. Ach, jetzt weiß ich nicht, wo der dumme Knopf ist. Infoscreens? Nee, der muss eigentlich hier gewesen sein, der Knopf. Dann kann man mal gucken, wann die historisch erobert wurden. Genau. Und dann sieht man halt, wo es hingeht. Ganz übersichtlich. So, und was davon ist jetzt Kharkov? Der da? Ich kann das leider nicht lesen, wenn das da so drüber ist. Also hat wohl mehr. Also wenn das Kharkov sein soll, hat das mehrmals den Besitzer gewechselt. Also keine Ahnung, soll das der 22. Oktober sein? Aber das kann nicht sein, das wäre ja in 3 Tagen, also nächste Runde. Und dann müsste das ja dieses +6 schon weit auf Dings. Also müsste eigentlich bei 1 oder bei 0 sein, ne? Und da kann das gar nicht stimmen. Auch nicht hier sicher, ob das der untere vielleicht ist. 4. November. Auch da müsste das dann runtergetickt sein, weil das ja keine 6 Wochen mehr sind. Also keine Ahnung. Also da oben werde ich vielleicht sogar richtig lange halten über dieses Datum hinaus. Vielleicht wird das einfach nicht aktualisiert, aber ich glaube, das wird aktualisiert, diese +6. Und da bin ich nicht ganz sicher, was das Spiel da gerade macht. Na gut, auf jeden Fall halten wir das so lange, wie es irgend geht, ne? Um den Gegner zu beschäftigen. Da hat er was in der Regensaison zu tun. Da haben sie gescoutet. Ich glaube nicht, dass da Scout-Angriffe existieren ja nicht in dem Spiel. Ne? Ich glaube, wenn die so einen Haste-Attack machen, der voll daneben geht, entscheiden die sich rechtzeitig mit guten Kommandeuren, bestimmt mit irgendeinem Würfelwurf, sich zurückzuziehen. Wurde ein bisschen gebombt und wir haben selbst dabei abgeknallt. Sehr gut. Also er wollte auf die andere Seite, aber da war nichts. Genau. Stalino hat er jetzt eingenommen hier vorne. 11.000 Mann sind dabei draufgegangen. Naja, diese Verteidigungen lohnen sich auch nicht unbedingt, wie man sieht. Ne? Die haben die einfach weggepustet. Zugegeben, wir haben 147.000 Mann angegriffen, also schon viel Wehrmacht, was da war, mit Pionieren und einfach allen, Stuk-Bataillone. Das war hier komplett umzingelt. Riesenarmee. Ja, hätten wir vielleicht früher aufgeben sollen noch. Ich meine, streng genommen hatte ich einen Wert von 900, ist 14 Punkte übergeblieben. Die haben die so zusammengeschossen, dass das nichts mehr gemacht hat. Luftwaffe war im Einsatz. Ich habe, glaube ich, gesagt, er braucht das nicht mehr machen, aber vielleicht hat er Flieger übergehabt oder irgendwas. Jo. So, hier unten, Sevastopol, das sieht so komisch aus. Ist aber nur Luftkampf gewesen. 45 Flieger verloren, 17 zu 1. Und dann haben sie langsam runtergeschossen. I-15. Aber Hurricanes haben wir dabei. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt mit den Hurricanes hier vorne, vom Lend-Lease wahrscheinlich, ne? Weil die gute Reichweiten haben und die hier quasi ohne Reichweite operieren vor Ort. Also ich weiß nicht, ob er das wirklich da machen müsste. Was denn die BF-109F-3 Ru? Also klingt irgendwie russisch. Naja, was es auf jeden Fall ist, vielleicht rumänisch. Da unten gibt es den Luftkampf. Es sieht für mich immer noch nicht so aus, ob er da wirklich rein möchte, ehrlich gesagt. Hart. Also ich habe immer wieder gesagt, wir können auf den Luftkampf langsam verzichten. Ich hätte da kein Problem mit.
So, jetzt, bevor wir das mit dem Zug machen, jetzt checken wir erstmal so ein paar Sachen. Und zwar die Manpower-Geschichte. Und ich habe das ja die ganze Zeit so gelesen, hier den Manpower-Pool. Vielleicht kann man das hier aufgeschlüsselter bekommen, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Das ist nur die Produktion. Ja, da sieht man eigentlich gar nichts dran. Super Bildschirm. Okay, also der Manpower-Pool hier vorne, der 140.000 Mann ist. Der hat mir gesagt, dass ich halt keine Division mehr ausheben soll, weil uns jede Runde Manpower fehlt. Da sind irgendwie 10 Divisionen im Reinforcement so, die ausgehoben werden. Also die Manpower einfach fehlt. Da gucken wir gleich auch rein. Aber ja, die 140.000, es ist wohl so, dass die Divisionen erst reinforced werden. Also wenn jemand Manpower braucht, kriegt er erst die Manpower. Und dann wird die Manpower generiert von den ganzen Städten. Was bedeutet, dass da eigentlich immer ein Überschuss ist, selbst wenn ihr eigentlich keinen Überschuss habt, ne? Das ist die eine Geschichte. Die andere, die aber interessanter vielleicht ist, ist, dass diese 140.000 kein überbestehende Manpower ist, die ich jetzt nächste Runde benutzen kann, sondern da ist die aktive und die nicht aktive Manpower drin. Also zum Beispiel auch verletzte Leute, Leute, die im Transfer sind, sind da drin. Ne? Und man sieht halt jetzt nicht, wie groß diese Zahl ist. Ja? Von daher ist das ein bisschen problematisch. Angeblich haben wir hier eine Capacity, und das heißt ja dann Produktion, glaube ich, von fast 3.000. Aber das wäre natürlich viel zu wenig. Also die Zahl muss man mit irgendwas multiplizieren, damit man auf die echte Zahl kommt. Aber ich weiß leider nicht, wie und wo und was. Also, wie viel Manpower generieren wir wirklich jede Woche? Aber es ist ja viel wichtiger zu wissen, wie viel Manpower wir halt hier, ne? Also, wie viel davon ist jetzt aktiv und wie viel nicht, ne? Und ich weiß nicht hundertprozentig, wo ich das jetzt einsehen kann. Er scheint auf jeden Fall gut versteckt zu sein. Vielleicht kann man es irgendwo einsehen. Keine Ahnung. Produktionscharts der Manpower. Öl. Supply. Ja, also mit Nachschub, Ressourcen, das ist mir eigentlich alles jetzt wurscht. Mir geht es nur um die Manpower. Ist nicht da drin, ne? Ressourcen, Öl, Nachschub, Treibstoff. 1000 Statistiken und das, was man braucht, findet man nicht. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Nee, keine Ahnung, wie ich das finde. In jedem Fall, das erklärt aber auf jeden Fall diese Zahl hier vorne. Und wenn die in dieser Höhe bleibt, das ist hier, glaube ich, jede Woche, dann heißt das, dass wir ein zu wenig haben. Ne? Also 1% der Verletzten werden, glaube ich, jede Woche repariert. Das andere wird schon wieder einsatzbereit gemacht. Und dann sind da halt noch Transit und so Tour vorbei. Aber keine Ahnung, wie man das sehen soll. Vielleicht würde man es hier irgendwo drin sehen. Vielleicht bei der Logistikphase. Wüsste aber auch nicht, wo man das da raussuchen soll. Also es scheint mir ein bisschen schwer, wirklich eindeutig festzustellen. Hier ist halt der Manpower Pool, aber der hilft mir halt auch nicht weiter, wenn das nicht aufgeschlüsselt ist. Ja, also keine Ahnung, da sehen wir nichts. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist jetzt einfach mal nachzugucken bei der Reserve. Also eigentlich können wir auch mit allen, was gefehlt hat, das ist inklusive Reserve und so weiter. Einfach mal gucken, was der Status von. Nee, Status ist immer das Falsche. Nur wenn Refit an ist, heißt das ja nichts. Und zwar, ich jetzt einfach das nach Männern mal sortiere hier vorne. Also, warte mal, kann man das nach Divisionen machen? Dass wir nur bitte sehen, genau, Division. Ne? Da kommt ja eigentlich die Verstärkung hin. Der Rest hat ja nicht wirklich viel Manpower. Das sind die relevanten Dinger. Also, es gibt 500 Divisionen. Wo die sind, ist mir jetzt relativ wurscht. Und jetzt würde ich das gerne einfach nur filtern, von oben nach unten. Genau. Du bist eine Division, bist du sicher, dass du es sind die Airbase, ne? Also hier ist eine, die ist leer, da ist eine, die ist leer. Genau, hier sind eine ganze Reihe von Dingern, die leer sind, hier vorne. Sind alle in der Reserve, also das heißt, die brauchen tatsächlich Manpower. Ne? Also Manpower hier vorne, deswegen kommen wir in die Tausender Schritte. Alles, was gelb ist, die gesamte Kavallerie brauchen, wobei bei der Kavallerie weiß ich gar nicht, wie viel Manpower die brauchen, um vollständig zu sein. Die könnte man wahrscheinlich ignorieren, weil die kleiner ist. Das ist, glaube ich, nicht so ein Drama. Bei Panzer wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, was die bräuchte. Also vielleicht sollte man das wirklich auch nach Dings mal filtern. Typ Infanterie. Das ist ja, wo die wieder hingeht. Genau, jetzt haben wir da so ein bisschen. Genau, Man. Das ist aber jetzt nicht so ein Riesendrama, wie es auf den ersten Blick aussah. Also diese Reihe hier, denen fehlt jetzt die Manpower, alle eine Reserve. Okay, den Teil sehe ich. Und jetzt bei den Leuten, die im Feld sind. Also ich glaube 14.000 Mann, ne? Ist so die Zahl, wenn die voll sind, die Jungs in aller Regel. Genau, hier unten kommen die 14.000 Mann. Also nur um ein Gefühl zu bekommen, da scheint die geringste Anzahl an Divisionen zu sein, die volle Mannstärke hat, wenn ich das hier überblicke. Das heißt,
Danach sind die halt, ne, 10.000 eine ganze Menge, 9.000, 8.000. Also uns fehlt wirklich die Manpower vorne und hinten. Ja, also da fehlt wohl eine ganze, ganze Menge Manpower. Also das sind jetzt 319 Divisionen, sagst du? Ist das richtig? Size. Hä? Wo habe ich denn gerade die gefiltert? Ich habe doch gerade nach Division gefiltert irgendwo. Are you kidding me? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Wo diese Tabelle ist ja so ein Garbage. Hier war das, ne? Ein Typ, genau. So. Also 400 Divisionen sind das ungefähr. Ja, da steht 319, da steht 417, was der Geier. Also sagen wir mal um die 400. Wenn jede von denen 14.000 Mann braucht, um vollständige Manpower zu haben, dann sind das 5,6 Millionen. So, also wenn wir die alle bestücken, haben wir 5,6 Millionen Männer. Und jetzt natürlich die Frage, wie viele von denen voll bestückt sind, ne? Ich würde jetzt unterstellen, so vom Gefühl her, man kann das wahrscheinlich ein bisschen genauer machen, aber ne, wenn wir, also wenn wir sagen hier so 14.000, sagen wir diesen Strich ungefähr, mal gucken, wo das hier unten ungefähr ist, ein Bruchteil, ja, da sind ja schon ganz runtergescrollt, also vielleicht 10% sind voll bestückt oder so, lass mal 20% sein. Also uns fehlt, ne, und wenn es voll wäre, alles voll wäre, wäre man natürlich, wie gesagt, bei über 5 Millionen, aber uns fehlt hier eine astronomisch große Summe, um das voll zu machen. Also wir sollten wirklich nichts mehr bauen. Ja? Dass ich das jetzt so rausfischen musste, ist ein bisschen ärgerlich nach 18 Runden, aber Manpower ist anscheinend, ich will nicht sagen, dass es das ein Problem ist. Ich weiß auch nicht mal, wie viel ich wirklich kriege jeden Monat. Wenn diese Zahl immer noch wirklich schwer zu lesen, ist unmöglich. Aber wir brauchen jetzt Manpower im Moment. Also hier sieht man es offensichtlich überhaupt nicht dran. Ich wüsste nicht, wie man das hier, ne? Wie man diese Zahl zu lesen hat, diese 3000 da leider. Also heißt ja, seit Spielbeginn haben die knapp 2 Millionen hergestellt. Kann man das so lesen? Dann könnte man jetzt eine große, also Runde 16 habe ich gerade gesagt, Runde 18. Ja, dann machen wir 100.000 Mann pro Woche ungefähr. Das heißt, in 50 Wochen wären wir voll ausgestattet, die ganze Armee, ne? Was natürlich, ne, keine Verluste unterstellen würde. Also nicht ganz ausgestattet, das ist wahrscheinlich viel früher der Fall, aber in 50 können wir nochmal die ganze Armee komplett neu ausstatten. Lange Rede, kurzer Sinn, keine Truppen mehr bauen und vielleicht noch ein bisschen weniger mit dem Grind sein, vorsichtiger sein. So, jetzt aber mal. Hierarchie. Also hier unten ist natürlich Chaos, ne? Da habe ich jetzt, muss ich noch umbauen, aber was die Idee ist, ist, dass Frontabschnitte gibt, große. Und zwar suchen wir mal den Kameraden hier. Also das hier unten ist jetzt die Hula. Das ist die Südfront hier vorne. Und der sind natürlich dann, wenn es geht, der Süden unterstellt. Ne? Dann gibt es die Südwestfront, die ist dann hier vorne. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Die sind halt hier ein bisschen überlappend. Südwestfront, Southern Front, da. Südwestfront, ja, das ist der Abschnitt hier vorne, den gehören die alle. Dann kommt da oben, glaube ich, die Centerfront und die Moskau Front. Das ist die Frage, wie die das sortiert haben da oben. Also hier ist die Western Front. Und dann kommt hier die Centerfront hier vorne. Kalini Front, okay. Ich glaube, die hieß, da gab es noch eine Western, eine Centerfront irgendwo. Fragt mir, wo die ist. Das ist nicht meine Abteilung da oben. Und dann gibt es noch den Moskau-Abschnitt und den Kaukasus-Abschnitt. Also was jetzt für meinen Teil auf jeden Fall relevant ist, ist, dass wir hier unten die, wir haben die Südwestfront, wir haben die, vielleicht kann ich sie auch nochmal in dem anderen Screen zeigen. Stavka-mäßig. Genau, also die Brjansk-Front, die ist im Süden. Das ist die, das Headquarter, also die roten Truppen. Das ist das Headquarter mit dem, was ich zum Assault gemacht habe, Assault-Headquarter. Was bedeutet, dass sie sich weniger eingraben können. Also ich glaube, nur Level 1 können die sich eingraben. Aber dafür kriegen die halt die Combat Preparation Points schneller und noch ein paar andere Vorteile. Sind halt zum Kämpfen da. Also dieser Brjansk-Front, die habe ich als mobile Eingreiftruppe mehr oder weniger gebaut, also eine sehr große. Die hat natürlich jetzt Garnisonsaufgaben übernommen, weil zu viele Truppen gestorben sind. Aber ihr seht ja schon, die hat 2000 Panzer und lädt auch entsprechend dann, ne, auf und hat die Offiziere dafür und alles. Die habe ich ja sehr zum Zuschlagen organisiert. Ja, und dann eben die anderen Fronten hier vorne, ne? Westernfront, Südfront, Kaukasus ist unten auf der Krim, diese Ecke und der Stopfen da hinten. Genau, Leningrad gehört dann oben, das gehört dem Dread, ne? Südwesternfront habe ich ja gerade auch gezeigt, wo die ist. Da sieht man so ein bisschen die Aufteilung. Wenn da Flugzeuge angezeigt sind, muss das nicht viel bedeuten. Die Flughäfen sind die zwar unterteilt, aber das heißt nicht, dass die Flugzeuge nicht anders fliegen können. Das könnt ihr ignorieren, glaube ich, in der Übersicht. Genau. Und die Moskau-Front ist so ein bisschen das mittlere Moskau. Und dann gibt es nochmal einzelne Armeen hier vorne.
Also meine Truppen sind auf jeden Fall, die ich gerade gezeigt habe. Und dann sieht man halt, jede Front ist so ungefähr 400, 500.000 Mann groß. Dann ist die halt auch voll ausgestattet, was die Command-Power angeht. Mehr können die einfach nicht kommandieren, ne? Insgesamt hat man 6.000 Mann Panzer im Feld, 4 Millionen Mann und 52.000 Geschütze. Ja, bei den Flugzeugen ist die Frage, ob die alle sortiert sind. Ich glaube aber ja. Dann haben wir jetzt 1.600 Jäger, 1.100 Bomber und 200, das Reconnaissance in aller Regel. Und ich glaube, Naval Bomber können auch drin sein, nicht ganz sicher. Genau. So sieht es auf jeden Fall mein Kräfteverhältnis aus. Das heißt, im Süden, je nachdem, wo man den Süden anfangen will zu zählen, haben wir dann 4 Millionen, 800.000, 1 Million, 1,5 vielleicht. Ja, 1,5 und dann die Brigance-Front. 1,8 Millionen und der Rest der Armee ist halt dann Mitte Norden verteilt. Also Dread kommandiert da ein bisschen mehr offensichtlich. Genau, das wäre so ganz grob die Geschichte. Hier haben wir die einzelnen Forts, wie die bestückt sind mit Manpower, ne? Rostov, Orel und so weiter. Kursk müsste eigentlich auch da drin sein. Nicht sicher, ob ich das gerade nicht sehe. Keine Ahnung. Genau. Also das ist so ein bisschen die Zahlen hier. Ja, und jetzt müssen wir mal unsere Runde machen. Logistik wollte ich mir noch angucken und dann machen wir die Runde aber wirklich. Also beziehungsweise es gibt zwei Logistiken. An den Screen wollte ich mal reingucken, ob ich das mit der Manpower vielleicht da ein bisschen besser aufschlüsseln kann. Und dann wollte ich Logistik auf dem Feld zeigen. Irgendwo gab es einen, das ist aber auch nicht, ein Logistik-Tab gab es irgendwo. Ich klicke da nie drauf, weil das so ein Clusterfuck ist, wenn man so vorsichtig sagen darf. Da ist dann irgendwie alles drin. So, Produktion. Kann man hier vielleicht die Manpower besser sehen? Manpower produced, 88.000. Ja, also knapp die 100.000, die ich eben meinte. Und dann kommen halt die Verwundeten, die verarztet werden dabei. Und hier ist diese aktive Geschichte, ne? Also die available sind ungefähr. Nicht sehen, wo die Differenz daherkommt, aber das ist auf jeden Fall die Manpower-Geschichte. Ich hätte aber gerne den anderen Teil der Manpower gesehen. Also wenn wir jetzt 140.000 haben, muss der andere so 50.000 sein, wo Verletzte zurückkommen. So würde ich mir das jetzt erklären im Moment. Ansonsten kriegt man hier die Gesamtproduktion im Groben, wenn man möchte. Also Vehikel. Ja, fast 2000 Vehikel stellen wir her. Was auch immer das dann bedeutet. Konsum haben 9000, okay. Ja, hier kann man nicht viel rauslesen. Airframes, das heißt, ja, dass wir ungefähr 247 Flugzeuge pro Woche herstellen können und 159 Panzer. Wir müssen doch gleich mal gucken mit dem, das will ich noch gerade nachschauen, wie das mit den T-34 gerade aussieht. Mathilden haben wir da. Aber mir geht es jetzt hauptsächlich um den T-34. Das sind die Chassisse, die interessieren mich nicht. Kann man das jetzt gar nicht richtig angucken, wenn man das so gemacht hat? T-34. Genau, also 170 können wir herstellen und wir haben jetzt ungefähr 200 im Lager. Da ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, inwieweit die halt verteilt wurden, ne? Weil das ja frische Produktionen sind. Das heißt, wir hatten 27 nach der Verteilung über. Es sei denn, dass auch Reparierte zurückgekommen sind, da würde ich auch von ausgehen. Ne? Und da, wie viel sind jetzt wirklich über? Also ich glaube, dass das wirklich bei dieser Zahl mit den Reparaturen, die dazu der Produktion zurückgekommen ist, heißt, dass wir einfach einen Bedarf im Feld wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich. Ja? Also die sind noch nicht alle ausgeliefert, das wäre noch meine, was ich vermuten würde. Könnt ihr einfach mal sporadisch so einen anklicken. Also hier sind zum Beispiel 37, die ready sind, 5 müssen repariert werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die wirklich denen auch geben würden, maximal. In der ist das gute Stück. Also nicht sicher, was denen davor schwebt. Wie viel da reinpacken in so ein Ding. In jedem Fall brauchen die noch Reparatur. Und ich sag mal, diese T26. Ich meine, das ist ein Light Tank, ne? Also, solange die keine anderen Medium Tanks verwenden, ist es wahrscheinlich sogar schon voll, das Ding. Amphibious Tank? Welcher Trottel hat das denn da reingefuckt? Okay, also wir können das halt nicht steuern hier. Cavalry Tank. Aber es sieht so aus, dass wir keinen anderen Medium Tank haben im Moment. Was bedeutet, dass die wahrscheinlich voll bestückt sein könnten mit 37, also 42 dann am Schluss. Aber ich glaube immer noch, dass es nicht für alle gilt. Okay, so, jetzt die andere Logistikgeschichte. Können wir mal gucken.
Also so kann man sich ansehen, wie die Logistik verteilt wurde, so ein bisschen. Depots halt alle hinter den Feldern und wir haben ja kein Logistikproblem. Also von daher, ich würde das jetzt so lassen. Man sieht allerdings hier, dass da kein Nachschub reinkommen kann ins Depot, während hier die Jungs da alle im Weg stehen. Aber ich glaube, die Truppen werden trotzdem versorgt vor Ort. Genau, die werden trotzdem versorgt, nur das Depot wird nicht versorgt. Ja, gibt ein bisschen Frachtverluste und so weiter. Also Fracht Lost, wenn ich das richtig lese, 21 von 24 ist Lost gewesen. Also eine Menge geht ja wohl flöten. Vielleicht wird das alles hier gehampert oder das liegt am Gelände, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich kann es nicht verbessern, ich kann es nur besser ein bisschen rein als gar nichts rein, ne? Also ich kann da jetzt nicht einen Krieg anzetteln. So, das ist auf jeden Fall, wie der Nachschub funktioniert. Das fließt also ganz ordentlich im Moment. Die Frage, ob das jetzt ein effektives Depot ist, wenn wir hier vorne verteidigen. Also er macht das ja mit der Kavallerie und daher, ne, kümmert sich um seinen eigenen Nachschub und alles. Ich mache das dann hier unten die Linie. Aber dass die von da unten das versorgen, hier in dieser Spitze, das gefällt mir natürlich nicht. Da ist schon ein Depot, aber das ist offensichtlich zu wenig angekommen. Da können wir jetzt mal gucken, die Schiene hier vorne hat 4000 gemacht, also das ist nicht der Bottleneck, also die falsche. Die Schiene 5000, aber die haben vorher. Ups, die falsche Taste T. Hier ist die Kreuzung. Also das ist halt komplett ausgelastet, die Schienen beide. Hier unten allerdings dann nicht mehr, als ob es von unten nach oben oder so fließt. Hier ist auch ganz große Belastung. Das zeigt das Spiel halt manchmal doof an, ne? Also, dass es hier gelb-orange immer gemischt ist, das kann natürlich nicht existieren in der Realität. Ich halte es immer noch für einen Bug im Spiel. Aber es sagt auf jeden Fall, dass es ausgelastet ist. Im Süden ist nicht ausgelastet, es kommt alles vom Norden. Also ein südliches Depot nochmal errichten, das macht aber keinen Sinn. Ja, also die werden ja versorgt, die Truppen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier umbauen kann. Wir bräuchten halt oben nochmal eine dicke Schiene hier, ne? Hier ist offensichtlich ein ganz fieses Netz. Aber das könnt ihr halt nicht optimieren mehr. Da können wir nichts dran ändern. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir den Nachschub der Truppen hier vorne eher vom Norden als von hier machen. Also diese Depots hier zum Beispiel, wenn das hier wäre, könnten die das Netz da oben vielleicht benutzen. Das scheint nicht ganz ausgelastet zu sein. Und dann kann mehr zu mir runterfließen. Nun will man natürlich den Kameraden nicht da reinklicken, sein Zeugs. Aber ich würde jetzt einfach sagen, das ist dadurch gelöst, dass ich, also ursprünglich waren das ja eh meine Kavalleristen. Wenn ich das jetzt alles auf einen stelle, die kriegen ja trotzdem ihren Nachschub, wenn was frei ist, dann schieben die das erst hier runter an die anderen, wo die, ne, überlastet sind und können das Netz hier oben führen, weil das ist vielleicht nicht überlastet hier vorne. Hier ist zum Beispiel grün, ne? Dass sie es hier ein bisschen rumtragen, muss man sich mal angucken. Also sind jetzt eh keine Operationen. Wenn ich sehe, dass sie Nachschub verlieren, dann würde ich sie wieder zurückschalten. Aber ich habe das Gefühl, weil die sind ja da näher an Moskau, die kriegen ja Nachschub eher, zur Not kann es noch abwerfen und an einen Front kommen. Das ist hier unten nicht mehr der Fall. Von daher würde ich das erstmal so machen. Da muss man sich angucken und mit Red drüber reden. Genau, also auf jeden Fall die Depots, die sind alle hinter den Fronten, wie man hier sieht. Und so wird das Zeug dann auch verteilt. Ne? Hier ist ein bisschen näher dran, immer gucken, wo die schönen Schienen sind. Also, ja, und dann gucken, dass ein Depot am besten nicht immer eine Frontlinie ist. Genau. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Viel mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen zu der Lage. Ja, und jetzt müssen wir mal steuern. Gucken wir mal. Da weiß ich immer noch nicht genau, was da auf mich zukommt. Den kann man da nicht wegtun, der muss im Hafen bleiben. Ich wollte ihn natürlich auf die andere Seite packen, aber wahrscheinlich hat er irgendwie Schiffe oder so. Also irgendwann machen wir nochmal eine Landung mit dem. Jetzt nicht. Den fahren wir dann auch hoch. Genau, das waren unsere Verstärkungen hier. Gibt ja unten nichts zu tun. Vier Divisionen mehr an der Front. Ja, die Deutschen kommen jetzt näher, wie man hier vorne sieht. Und man sieht es halt hier auch, ne? Das ist halt im Grunde genommen leichter Matsch, was kaum Einfluss hat. Also da regnet es immer noch nicht genug, ne? Also es kann immer noch hier Punchy geben. Also da müssen wir jetzt hier die Verteidigung hochziehen. Ja, ich ziehe die jetzt einfach mal gerade da durch. Das Headquarter muss ich hier draufstellen wegen dem Depot. Aber ich habe ja jetzt da hinten ein Depot, ne? Ja.
Also die Headquarter, dieser schwarze Balken, den ihr hier seht, ja, das ist die Kapazität. Und wenn höhere Headquarter draufstehen, wird die Kapazität erhöht davon. Und ich glaube, 10% der Kapazität sind immer die Trucks, die denen zur Verfügung stellen. In jedem Fall kann das dann effektiver Nachschub ziehen und beziehen und verteilen und alles. Und da will man die Headquarter auf die Depot stellen. Ich glaube, nur das 5er Depot, das ist die Ausnahme. Oder was ist das 6er Depot, was dann kein, das nicht bufft, das Headquarter. Ich glaube, das 5, 6er Depot war es gewesen. Und da könnten wir hier überlegen, dass wir es hinten fangen. Ich muss das aber eh gleich nochmal sortieren, alles, ne? Also wenn ich jetzt hier vorne rausgehe aus dem Depot, hier würden die eine Kapazität von 60.000 haben. Und wenn ich den jetzt hier rausnehme, dann ist die Kapazität immer noch 60.000. Also offensichtlich ist das schon mal 5er Depot, dass es keinen Buff mehr gibt. Dann könnte ich hier auch woanders hinpacken. Warte mal. Da ist jetzt 50.000 Kapazität. Ja, also ist gerade hochgegangen der Balken, wo es immer noch 50.000 ist. Okay, machen wir es mal anders. Nur 60.000. Der schwarze Balken geht hoch, aber trotzdem bleiben die Zahlen erhalten. 5.000 hat er jetzt draufgegeben. Egal, also ich fand das ein Einfluss, aber das große nicht, dann kann das auch weiter hinten stehen. So, jetzt die ganze Front hier machen. Gucken wir mal, wie stark das Ding ist. Die brauchen natürlich alle den gleichen Kommandeur da drin. Das ist im Moment bunt gemischt. Also ein Kommandeur kann das da übernehmen. Die 50. Armee. Ich überlege halt, da eher einen Korpskommandeur reinzupacken. Und dann müssen wir es halt gleich komplett umassignen. Genau, den packen wir jetzt einfach da rein. Müssen wir dann gleich ins Fort packen. Da brauchen wir eine Runde. Aber der erste Airborne wäre das dann. Und die assignen wir dem jetzt alle, damit die sich besser. Ich glaube, im Fort ist das tatsächlich sogar egal. Erste Airborne. Ich glaube, im Fort, die unterstützen sich immer, wenn die im Fort sind. Die müsst ihr da nicht umassignen. Ich mache es jetzt trotzdem mal, damit es ordentlich ist. Und dann kann ich auch gezielt das Headquarter gleich da reinpacken und dann die Supportwaffen dem übergeben. Der ist jetzt überlastet hier von der Command, aber ich werde die ersten Airborne-Truppen, die gleich auf ihm waren, woanders hinpacken. Wo ist der hin? Ah, du warst schon erste Airborne, ne? Genau. Der Vorteil ist halt, wenn ich es dann da reinpacke, dass ich dem halt gezielt dann hier irgendwie Adelräder so geben kann. Ne? Der hat sogar hier welche schon und gezielt Ingenieure und so ein Zeugs. So. Ja, wie gesagt, müssen wir gleich ein bisschen aussortieren den anderen. Das ist. Müssen wir gleich mal gucken, wer das ist. Der von dem einen Airborne. Sind die alle da drin? Wobei 10 von 9 ist, glaube ich, auch vertretbar. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. Genau, die brauchen gleich einen neuen Kommandeur, aber jetzt ziehen wir das erstmal weiter hier hin. Verteidigung. Ja, wieder im Moment stehen hier die Panzer überall so ein bisschen, ne? Das war so ein Notfallcharakter. Verteidige auch ein bisschen an der Front, damit die mobil sind. Müssen wir aber gleich sowieso nochmal umbauen, weil die Dings auch haben. Die Kommandeure sind halt gar nicht hier unten, ne? Also die Panzer möchte ich jetzt nicht umassignen, bei der Infanterie gebe ich jetzt die Headquarter vor Ort dann gleich aus. Ich stelle es jetzt, wie gesagt, einmal komplett auf und dann gucke ich mir das nochmal an. Einfach nur mal komplett einmal durchstellen. Die hintere Reihe auf Reserve stellen, damit die vorne mal aushilft, wenn es geht. Nicht Refit, sondern Reserve. Refit ist auch auf Depots normalerweise besser. Ja, ist der Luftwaffenkommandeur. Ich glaube, bei denen ist völlig egal, wo und was die machen. Ich will die einfach nur hinten haben, um Platz zu schaffen. Auf dem Headquarter, genau. Na, hier oben, der Marine, der steht da ein bisschen alleine. Also ich kann die gar nicht auf Reserve machen. Also ich kann schon, aber besser ist, wenn die wohl an der Front stehen. Wichtig ist halt, dass sie sich Level 2 eingraben, wenn nachher der Winter kommt, damit die keine Schäden nehmen. Und die schaffen nur Level 1, die ganze rote Truppe. Was bedeutet, dass ich da gleich nochmal andere Leute hinbringen muss oder ich muss die von dem HQ für den Angriff rausnehmen. Also das ist jetzt, ne, alles im Umbau, so ein bisschen. Das ist jetzt hart verteidigt. Also die kommen auf jeden Fall frisch hier an und ihr seht ja die Kampfkraft von dem, wie die ohne Matsch, da oben ist dicker Matsch, aber hier unten ist keiner. Ich glaube, dass da schon sicher hier hinter ist, zumal nächste Woche wahrscheinlich auch der dicke Matsch liegen wird, ne? Und die jetzt erschöpft sind durch den ganzen Weg hier. Das sollte man nicht unterschätzen, was sie da an Kampfkraft verlieren. Also das sollte schon passen. Jetzt können wir hier feine Sachen machen. Genau hier vorne
habe ich wohl eine Lücke gehabt. ich glaube, Kekskrieger hat darauf hingewiesen, ne? Danke dafür. Die Frage, ob wir das jetzt überleben, den einen Schritt. Also das könnte durchaus noch ein bisschen dicker da sein. Reserve unterstützen die sich gegenseitig. Er ist im Stafka. Ja, mit den Marines müssen wir nachher mal gucken, dass ich die alle mal zusammenziehe unten für eine dicke Landung und auch die Fallschirmjäger. Im Moment sind die überall kreuz und quer. Ah, da sind Truppen angekommen von irgendjemandem. Hat er frisch runtergeschoben. Kannst du nur ein Stück weiterfahren? Mit der Eisenbahn muss man auch aufpassen, ne? Wenn man die Truppen bewegt, dann kommt weniger Nachschub dadurch. Also das muss man sehr mit Vorsicht genießen. Ja, sind halt ein bisschen erschöpft, die Jungs. Müssen versorgt werden. Munition haben sie. Das sind, glaube ich, für die Artillerieschüsse besser. Auch hier fehlten 4000 Mann. Also die Front mal gerade abgehen. Und man die Frage, wo der Gegner steht. Also das sieht da so ein bisschen aus, als ob er eventuell einen Durchmarsch machen will. Das Schöne ist, es gibt keine Straßen hier oben. Das heißt, wenn Matsch und so ist und er keine Straße hat, dann hat er maximale Abzüge zu dem Fluss und allem. Ja, also es ist wirklich ein schöner Traum. Da unten ist halt die einzige Straße, die existiert wohl. Also das ist für den fast unmöglich, durch diesen Fluss durchzukommen, ohne Straße und dicken Fluss und allem. Trotzdem ist es nicht ganz so dick da oben und ich kann ihn halt nicht zurückschlagen, wenn er drüber ist. Ne? Also da sollte man schon überlegen, ob man es auch halten kann. Also ich würde die jetzt einfach dazu packen, wenn es irgendwie geht. Ja, immer so ein Engpunkt. Kommt da oben gar nicht rein, ne? Wir tun unser Bestes. Der kommt da aber eigentlich nirgendwo rein derzeit. Muss trotzdem da verstärken. Muss auch ein bisschen gucken, wo er sich halt hinstellt für den Angriff im potenziellen. In dem Zustand ist es ja kein potenzieller Angriff. Trotzdem nochmal eine zweite Reihe da aufbauen. Dass sie den Übergang da haben, ist ein bisschen ärgerlich. Das ist so eine potenzielle Offensive für den Winter, könnte ich mir vorstellen, vom Gegner. Auf Reserve stellen. Das ist alles bombenfest in der Defense. Das kriegt niemals aufgeschlagen. Die brauchen einen Refit, die guten Reiter. Das ist ja ein Manpower-Problem. Also Refitten könnte hier am besten. Ich mache es jetzt nur nicht mit Priorität bei ihm an. Hat da, glaube ich, keiner an der Front. Einfach zurück mit dem Trupp. Ich meine, die Stadt selbst hat, glaube ich, keine Bedeutung da. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal drin stehen bleiben, gucken. Ist ja auch ganz angenehm, wenn man es hat. Gucken, dass sie halt nicht umzingeln können. Ja, da ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ich muss natürlich gleich nochmal die Hierarchie in Größenordnungen durchgehen. Von den oberen nach den kleineren HQs. Da ist auch nochmal ein Rattenschwanz dran. Ja, also der Korridor scheint mir auch fest zu sein. Ein bisschen Nachschub kommt ja durch. Die bewegen sich jetzt ein bisschen nach unten, aber auch da sehe ich erstmal nichts am Durchkommen. Auf Reserve geschaltet, ein bisschen Mobilität ist da. Der ist auf Refit, wird den schon ganz gerne versorgt. Weil hier halt die Fahrzeuge von denen sind, habe ich ein bisschen Bedenken. Das ist ein Flugplatz von uns, wo ein Flugzeug steht. Okay, dann packe ich den da drauf, um das zu beschützen. Aber eigentlich gefällt mir das nicht. Ja, also ich habe das so verstanden, dass er die Truppe da oben macht und das sind wahrscheinlich Verstärkungen für mich. Die sind aber diese Woche schon gefahren. Genau. So, das wäre jetzt erstmal, wie die Linie ausschaut überall. Achsen wieder die Initiative, können dann angreifen, wie sie wollen. Das ist immer das gleiche Spielchen. Jetzt gucken wir mit F gerade mal, wo die Bunker alle sind, ob das stimmt. Da unten ist noch unser Fünferbunker. Hier sind die Zweier, werden hochgezogen. Das ist für den Winter, glaube ich, sehr wichtig. Ich denke auch, dass das bombenfest hier eigentlich ist. Die sind noch alle auf Reserve gestellt in der Backline. Ne? Also sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und jetzt guckt man das mal ganz kurz durch.
Also, das Kaukasus-Kommando ist das hier im Süden. Kosel hätten wir theoretisch auch nochmal über, wenn wir wollten, falls wir Kommandokapazität brauchen. Aber die sind auf jeden Fall überlastet. Das heißt, denen sollte man vielleicht. Die sind neu, ne? Genau, deswegen bin ich zwar nicht überlastet, aber die Truppen sind neu. Gebirgsjäger, let's go. Manchmal kommen die halt da einfach, spawnen die da hin. Okay. Gibt es noch mehr im Hinterland? Sind ja auch manchmal auch gelockt und alles. Da oben ist nicht mein Ding. Warum steht da eine Medred? Vielleicht hat er das als Reserve für irgendwas. Komische Position. Okay, also auf jeden Fall, die sind da oben unten überlastet. Das heißt, ich kann das jetzt dem Coastal Command vielleicht überschreiben da vorne. Zumindest ein Teil der Truppe, ne? Weil der hat jetzt noch hier 19 Kapazität über. Ich hätte die ganz gerne unter einem Command. Ich meine, die sind ja dem unterstellt, das geht gar nicht, ne? Ich müsste den woanders reinpacken, damit das geht. Also den müssten wir wahrscheinlich hier oben einem überschreiben und das kann ich nicht machen, weil die überfordert sind. Da oben. Oder ausgelastet, sagen wir mal so. Und er hat auch 79 von 72. Und das sollte man jetzt schon anpassen irgendwie. Das Brillanz-Ding, müssen wir mal gucken, welchen Zustand die sind. Wo ist denn der Boss? Brillanz, die hätten Kapazitäten über, die können sich nur nicht einbuddeln. Von da würde ich mir ungern jetzt von unten nach oben assignen, aber das müsste man eigentlich hier machen, ein Stück weit. Die gehören wahrscheinlich alle vollständig zur Südfront, ne? So, die Südfront ist auch überlastet und hat tatsächlich hier unten noch angegliedert. Ich kann dir natürlich jetzt nur das Coastal-Ding geben, aber das ist ja dem Kaukasus unterteilt und die hat ja schon keine Kapazitäten. Also das ist alles ein bisschen problematisch. Ich bräuchte eigentlich nochmal so einen Comment dafür. Ich habe es ja extra ein bisschen ausgedünnt beim letzten Mal, weil du hättest gesagt, er braucht Offiziere. Dann habe ich alles ein bisschen zusammengeschoben. Aber die sind halt komplett überlastet hier, die Fünfer. Also die Fronten sozusagen. Ne? Heeresgruppen würde es man bei der Wehrmacht, glaube ich, nennen. Ja, also ich kann ja nicht einfach hier über die ganze Map assignen. Ne? Südwest. Die hätten eigentlich auch nicht wirklich Kapazitäten über, da passt eine Division noch rein. Also da ist eigentlich auch nichts zu holen. Und die Westernfront ist auch überlastet. Ich habe schon gefragt, ob er mal nach oben was geben kann. Dass wir einfach da was durchreichen. Also die sind, glaube ich, nicht mehr genau. Die sind jetzt im Moskau-Kommando. Das gehört jetzt nicht mehr zum Südwestfront. Also bis hier gehen meine Truppen ungefähr von der Hierarchie. Ich bräuchte halt einfach nochmal einen Frontkommandeur. Ne? So simpel ist das. Also Moskau ist zum Beispiel nicht ausgelastet. Wir können natürlich jetzt eine Hackordnung hier machen, dass ich einfach ein Korps überstelle nach Norden. Also die sind schon in Moskau. Die waren in Moskau? Nee. Die 10. Armee, wem ist denn unterstellt? Der Westernfront, genau. Ja, also wenn ich die 10. Armee jetzt einfach am Westernfront abziehe und das nach Hackordnung mache, vielleicht habe ich ja Glück und das funktioniert dann. Die Truppe geht dann auch noch nach Moskau. Kommandeur. Oder der Central Front geben. Das ist dann näher als die Moskauer Front im Prinzip. Und er hat auch noch Kapazitäten über. Ist nicht mein Kommandeur, ne? Ist hier oben von Dread der, aber ist ja wurscht. Dann kann ich nämlich jetzt die Kapazitäten besser nutzen. Genau. Kann den ja ein bisschen nach oben. Ja, das ist das letzte Depot hier vorne, ne? Ja. Könnte man überlegen, ob da oben noch eins hinbauen will, aber ist glaube ich wurscht. An die Kreuzung sozusagen, aber die ist nicht sicher. Das lassen wir mal. Und ja, jetzt können wir mal gucken, was die Kapazitäten sind. Also die Westernfront ist eigentlich okay. Ja, da würde ich jetzt keinen Aufstand mitmachen. Nachschub und alles, da ist jetzt auch nichts am Laufen groß, das würde ich auch so lassen. Ich glaube, ich kann gar nicht da unten reichen, ich habe nur ein Problem leicht verkleinert.
Ist doch nicht die einfachste Steuerung und Übersicht, muss man sagen. Hier habe ich ein Vierer-Headquarter, das ist aber jetzt egal. Also den unteren Kommandeuren ist normal kein Problem. Die 18. im Army von der 26. können die was umverteilen. Also 26 ist Kapazität. Ja. Du gehörst der 21. an. Zur 26. habe ich gesagt, ne? Genau. Das wäre halt noch frei. Da muss man jetzt auch keinen großen Wurf draus machen, wahrscheinlich. Ich werde dir wahrscheinlich eh noch die Truppen umstellen, aber wichtig ist halt, dass keiner überlastet ist, ne? So das 18. seine volle Kapazität und fertig. Ich mache die jetzt mit Absicht alle ein bisschen tiefer, so auf 2, 3, ne? Wenn keine Frontabschnitte sind, dass ich das später bei Fronten besser verteilen kann, wie das Gerät näher verteilt wird. Also gerade hier unten will ich die Prioritäten haben. Ja, das Brillanzding, das war ja eigentlich auch okay, aber damit kann ich jetzt nicht viel anfangen, muss ich ja sagen. Na, Headquarter 4. Ist ja schon wichtig, dass sie das bekommen, das Zeug. Und hier müsste man vielleicht nochmal durchmischen. Aber bei welchem Kommandeur, ne? Ja. Erste Airborne, 50. Also die erste Airborne nehme ich mal raus, weil der nicht ins Vorgleich geht, haben wir ja gesagt, ne? Das heißt, den kann ich schon mal einen anderen hier unterstellen. Ja, der 31. gehört halt zum Brillanz. Huch, verklickt. Okay. Ja, die 51. Armee halt jetzt, ne? Die müssen wir hier vorne irgendwie zuteilen. Irgendeinem. Die 43. hat Kapazitäten frei. Ja, der müsste man nochmal neu sortieren gleich. Also die 43. könnten wir minimal nach oben packen. Und die 40. ist im Moment ein bisschen gemischt hier, ne? Die hat vor allem diese ganzen Korpskommandeure, also potenziell stärker, wenn man die machen lässt, ne? Ja, dann würde ich sagen, die 40. Das kann ja gar nicht stimmen. Der meint, das wäre Brianz, Oberkommandierende. Aber wenn das der Fall ist, hätte die rot sein müssen von der Färbung. Das ist natürlich eine wichtige Info, dass das nicht mit der Farbe stimmt. Der ist jetzt rot eingefärbt. Keine Ahnung, warum das nicht rot ist. Ja, also ich glaube, ich verteile die jetzt einfach die Infanteristen gleichmäßig hier drauf und dann erstelle ich die einfach noch Farbe nächste Woche um. Auch komisch, dass sie nicht rot ist, die Brillanz-Truppe. Mit der G-Taste kann man das auch automatisieren, das Ganze. Die Frage ist nur, ob man das machen will. Jetzt habe ich wieder vergessen, welche Truppe gleich da reingeht. Die erste Airborne, okay. Dann kann ich es der 50. geben, ne? Ja, Panzer will ich nicht eingraben, du kannst bei der Brillanz bleiben. Und du bist dann auch 50. Genau, müsste man halt, wie gesagt, immer ein bisschen neu verteilen wahrscheinlich. Dass hier die ganzen Kommandeure sind, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann müsste ich den aber das jetzt nochmal assignen hier vorne. Von unten nach oben am besten. Also der 40. werden die assigned hier. Die da unten, die der 40. angehören, die müssen woanders rein. Ja, der hätte ich nicht der 40. assignen dürfen. Ich hasse dieses Tool. Ja, das in der 40. assignen war ein Fehler gewesen. Nee. Genau, ich habe falsch gelesen. Das 6. Cavalry Corps und der 3. Airborne, den wollte ich assignen. Oh, wenn man es zu lange macht, dann wird man ganz Chöre im Kopf. Der 40. war ein Fehler gewesen. Also, aber jetzt kann man es erstmal nicht mehr rückgängig machen, eine Runde. Genau. So rum wird ein Schuh draus. Und dann werden die hier unten dem assigned und von oben nach unten dem da assigned, solange es keine Panzer sind. Das wäre die Logik. Nächste Kavallerie stimmt ja, ne?
Ist jetzt von unten nach oben, während ich eben von oben nach unten gemacht habe, ne? Wer sich jetzt wundert darüber. Jetzt kann man halt überlegen, ob man denen hier gezielt was vergeben möchte. Der hat zum Beispiel ganz viel Adeldreh, für ein kleines Headquarter eher ungewöhnlich ist, ehrlich gesagt. Also ist die Frage, ob wirklich der eine Adeldreh haben muss. Weiß gar nicht, wie man die rauskriegen kann jetzt hier aus dem. Einfach umassignen wahrscheinlich, ne? Zu dem nächsten Headquarter. Zum Armee-Headquarter dann. Dann haben alle was davon. Also ich glaube, dass es bei dem ein bisschen übertrieben aufgehoben ist. Ist recht zu viele, ne? Das ist ja, das kann man sicher besser nutzen, das Gerät. Ein bisschen würde ich ihn schon lassen hier vor Ort. Also so ganz ungefährlich ist das jetzt auch nicht, ne? Aber das muss man, glaube ich, ein bisschen weniger Gießkanne verteilen. Die hatten ursprünglich wohl mal eine gute Front gehabt. Und das ist ja immer noch eine wichtige Front, also deswegen lasse ich den ein bisschen. Ja, aber hier vorne wird wahrscheinlich das meiste Gerät gebraucht. Also die 50. Armee, die hier gleich kämpft, ne? Oder die Airborne auch. Das wären Sachen, wo ich sagen würde, die brauchen das. Und der hat das jetzt auch. Ich glaube nicht, dass da große Panzerschlachten gibt. Kann den trotzdem nochmal eine Panzer dabei packen. Und Luftkampf. Ich glaube, die werden da schon bomben. Und dann nochmal ein bisschen buddeln. Depot, genau, zwei. Man kommt wohl auf drei. Ich glaube, da gab es wieder die Sonderregel. Wenn ihr ein Fort habt, könnt ihr nur bis zwei, glaube ich, bauen. Um Level 3 geht nur, wenn ihr bei der Fortification eine Fortified Unit zuerst gebaut habt, bevor die Fortification. Also, ihr müsst erst, glaube ich, die Fortified Unit bauen und dann das Fort. Wenn ihr das andersrum macht, könnt ihr nicht den Level 3 und 4, glaube ich, erreichen. Irgend sowas. Da gab es eine ganz dumme Sonderregel wieder, weil im Spiel natürlich nicht erklärt ist. ja, muss ich mir nachher nochmal durchlesen. Im Moment machen wir es erstmal so. Okay, gleich müssen wir noch ein paar Leute hier verteilen. Das ist unsere Zuschlagtruppe. Wir können ja gerade mal gucken beim Zustand. Kann bei Preparation Points nicht so hoch. Müsste aber langsam steigen jede Runde. Auch die Erschöpfung müsste runtergehen. Also die werden jetzt schlagkräftiger. Am Ende der Runde wird das, glaube ich, verteilt, die Punkte. Nicht mehr, nee, am Ende von dem seiner Runde wird das verteilt. Ja. Aber der bricht da trotzdem nicht durch. Kann man nur hoffen. So, jetzt kurz Verstärkung noch gucken. Und dann sind wir, glaube ich, wieder durch für heute. Clear all Filters. Reserve. Ja, also alles, was im Grunde genommen Manpower hat, hätte ich jetzt gesagt. 45.000 Mann, das sind dann die Headquarter nicht mehr. Doch, 45.000 Mann und echt gar keiner. Also jeder, würde ich mal sagen, ab 10.000 Mann ist kampfbereit. Ja, so simpel ist das. Keine Ahnung, wer 45.000 Mann haben soll. Keiner. Gut, dass es in der Liste war. Also die Division könnte ich mir abzwacken. Jetzt gucke ich mal gerade, in welchem Zustand die sind. Experience ist nicht so episch, obwohl das bei den dreien gut ist. Moral. Weiß nicht, ob die irgendwie frische Truppen bekommen hat und mal im Kampf oder so waren. Was heißt denn das da? Turns to obey change. Nicht sicher, was das bedeutet. In jedem Fall ist das eine Reserve, die ich benutzen kann, ne? Und das da glaube ich dick genug, aber der Teil ist nicht dick genug und gerade hier brauche ich auch was anderes als Brillanz, weil ich mir sonst nicht richtig einbuddeln kann. Und von daher will ich die jetzt hier vorne hinhaben. Ich glaube, 8 Felder Reichweite zur Front, dass man die überhaupt setzen darf. Lass das Straßennetz aber dafür benutzen, jetzt wo der Schlamm da ist. Genau, es existieren keine Straßen hier hinten. Also wenn ich diese Front verteilen will, muss ich das ohne Straße machen, was natürlich eine Katastrophe ist. Aber es geht ja nicht anders. Die sollen vor dem Winter ihre, ne, Dinger machen, damit die nicht verrecken. Na gut, dann müssen jetzt den Zu-Fuß-Weg gehen. Also es geht ja nicht anders. Geht nicht anders. So ist das manchmal. Das ist nicht die Welt, was da ankommt, aber ein bisschen. Kann man das stabilisieren? Ansonsten müsste man mal überlegen, ob man die wieder ausmacht, dieses Command. Das hat natürlich Punkte gekostet, das zum Assault zu machen und was zurückstellt, damit die sich mehr einbuddeln.
Ich meine, die haben ja auch eine Verteidigung mehr Kampfkraft. Die haben dann eben statt Festungen, haben die halt mehr Combat Value, ne? Und bisher tun die Festungen, also eigentlich sind die Festungen episch, ne? Also wenn ihr eine Festung, ein Level in Festungen gibt, 100% mehr Kampfkraft, ne? Das ist immer multipliziert. Aber Pioniere können das kaputt machen, während wenn ihr Combat Preparation Points ein bisschen mehr ansammelt, vor allem halt, also nicht mehr, sondern schneller ist es, glaube ich, nur. Wobei, gibt es auch mehr? Ich habe sie da vergessen. Scheiß Sonderregeln. Die habt ihr immer zur Verfügung, ne? Also von daher, vielleicht lasse ich es einfach mal so. Ich kann es immer noch ausmachen, wenn der Winter kommt und ich ja halt keinen anderen habe, der Level 2 buddelt für die, ne? Dann kann ich es immer noch ausmachen. Gleich kommt der Trupp und noch andere Verstärkungen. Ich gucke, dass ich überall mindestens einen von dem anderen Headquarter hinpacke. Dann sieht es besonders scheiße aus, aber dann buddeln die denen halt die Unterkünfte. Und dann sind die im Winter auch sicher. Das hat ja noch ein bisschen Zeit, ne? So, das war im Prinzip die Runde. So sieht das bei mir dann am Ende da aus, mit der Hierarchie ein bisschen umbauen und gucken, was halt noch so ein bisschen über ist und so weiter. Das Headquarter, wie ich eben hochgeschickt habe, also wieder runterschickt, die fahren nur spazieren. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Also man sieht ja, dass die Gegner das auch begradigt haben. Hier ist die Belagerung im Laufen, hier ist die Begradigung. Ne? Und man hier auch sieht, dass das eigentlich im Grunde genommen alles Regimenter sind, der hat die aufgerissen. Ne? Das wird nie ein Angriff da. Nachschubslage, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob diese Information irgendwie nützlich ist. Ich glaube schon, dass sie einigermaßen akkurat ist, aber wenn das halt bis 50% ist, wie der Deutsche sagt, diese rote Ding. Dann, auch wenn die akkurat ist, ist die sinnbefreit am Schluss. In jedem Fall unsere Nachschub alles im grünen Bereich und bei denen nicht. Also wir haben schon den besseren Nachschub, näher an den Depots, bla bla bla. Und wenn der Winter kommt, dann wird das noch teurer für die, den Nachschub an die Front zu bringen. Und dann gibt es die ganzen Attrition-Geschichten und dann verfrieren die guten Deutschen und dann ist alles in Ordnung. Ich glaub, hoffe, dass Dredd ein Auge auf diese Lakes-Geschichten hat, weil wenn die zufrieren, kann da jemand drüber laufen. Das gilt da oben auch, ne? So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.